Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem Video, was mir sehr am Herzen liegt. Meine Reise hier und meine persönliche Reise hat damit begonnen, dass ich Mama geworden bin und nach einem Jahr Wins festgestellt habe, was so viele Mamas haben, ich bin nur noch Mama und mich als Julia als Person wiederentdecken musste. Dann kam nochmal der zweite Cut, als ich dann zweifach Mama war und mich wieder irgendwie neu finden und neu organisieren musste. Und mich in meiner Mutterrolle, aber auch in meiner Rolle als Julia, irgendwie eine Balance herstellen musste. Und jetzt aktuell arbeite ich gerade an meiner Rolle als Frau, weil das bin ich ja auch noch. Wir bedienen ja sehr, sehr viele Rollen. Und im Moment arbeite ich gerade oder beschäftige mich stark mit meiner Rolle als Frau, mit meiner Weiblichkeit, aber auch, wie ich mich selbst sehe und wie ich von außen wahrgenommen werden möchte. Und ich möchte euch da gerne mal zu Beginn was vorlesen. Das ist ein Brief, den ein Vater an seine kleine Tochter geschrieben hat. Meine Süße, vor kurzem wollten deine Mutter und ich nach einer bestimmten Antwort googeln. Noch bevor ich die Frage ganz eingegeben hatte, bot uns die Suchmaschine bereits eine Liste der häufigsten Suchen an. Ganz oben auf der Liste stand: Wie halte ich sein Interesse wach? Ich überflog die zahlreichen Artikel, die erklärten, wie sexy geht. Wann dem Mann ein Bier und wann ihm eher ein Sandwich zu bringen sei und was genau zu tun ist, damit er sich schlau und überlegen fühlt. Und ich wurde wütend. Kleines, es ist nicht, war niemals und wird nie deine Aufgabe sein, sein Interesse wachzuhalten. Deine einzige Pflicht ist es, tief in deiner Seele, in jenem unantastbaren Winkel deines Selbst, der weder Ablehnung noch Verlust oder Angst erleiden kann, zu wissen, dass du es wert bist, Interesse zu erfahren. Wenn du ohne Zweifel um deinen eigenen Wert weißt, wirst du anziehend sein, im besten und schönsten Sinne dieses Wortes. Du wirst einen Jungen anziehen, der fähig ist, Interesse zu zeigen, der sein Leben damit verbringen will, dieses Interesse in dich zu investieren. Du musst sein Interesse nicht wachhalten, weil er bereits weiß, dass du interessant bist. Mir ist es egal, ob er beim Abendessen die Ellenbogen auf dem Tisch aufstützt, solange seine Augen zu deiner gekräuselten Nase wandern, wenn du lachst, und er dann nicht mehr aufhören kann, dich anzusehen. Mir ist es egal, wenn er kein bisschen Golf mit mir spielen kann, solange er mit den Kindern spielt, die du ihm womöglich schenkst, und in all den großartigen und frustrierenden Wesenszügen schwelgt, die sie mit dir gemeinsam haben. Mir ist es egal, wenn er nicht auf den Cent achtet, solange er auf sein Herz achtet und es ihn immer wieder zu dir führt. Mir ist es egal, ob er in diesem, jenem oder gar keinem Glauben erzogen wurde, solange er gelernt hat, das wahrhaft Kostbare wertzuschätzen und weiß, dass jeder Augenblick, insbesondere jeder Augenblick mit dir, zutiefst kostbar ist. Kleines, es ist so, wenn du einem Mann über den Weg läufst und du meinst, er und ich hätten nichts, wirklich nichts gemeinsam, so sei versichert, wir werden letztlich stets das Wichtigste gemein haben, dich. Und am Ende, meine Süße, gibt es nur eines, was du tun solltest, um sein Interesse wachzuhalten. Sei du selbst. Dieser Brief hat mich sehr, sehr, sehr bewegt und hat mich ganz stark zum Nachdenken angeregt. Auch Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, haben mich stark zum Nachdenken angeregt über meinen Wert, über meinen Selbstwert und wie ich aktuell mich selbst wahrnehme und wie ich aktuell von meinem Partner wahrgenommen werde. Und wenn man sich dann so in so eine Richtung öffnet, dann hinterfragt man auch einige Dinge seines alltäglichen Lebens. Ich weiß, dieses Video trifft nicht auf jede Frau zu, auf jede Partnerschaft zu, aber ich glaube, dass ich bei einigen von euch irgendwie was ansprechen kann. Und ich saß erst gestern im Auto und habe dieses Lied gehört, Jolene. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ich liebe die Version übrigens so nebenbei von Miley Cyrus. Und ich mag dieses Lied wirklich sehr gerne. Und ich habe dann aber mal so auf den Text gehört. Und im Grunde geht es ja darum, dass sie eine Frau bittet, ihren Mann doch in Ruhe zu lassen. Der Mann ja offensichtlich auch Interesse an der anderen Frau zeigt. Und sie sagt dann in diesem Lied, My happiness depends on you. Also mein Glücklichsein, mein Glück, meine Fröhlichkeit hängt von dir ab. Und es ist so ein falscher Satz. Also wenn ein Mann so ein krasses Interesse an einer anderen Frau zeigt, habe ich gelernt, lass ihn gehen. Er hat
deinen Wert nicht verstanden. Er schätzt dich nicht wert. Er interessiert sich nicht für dich um deinetwillen. Dann lass ihn gehen und dein Glück, das hängt von niemandem ab, außer von dir selbst. Es hängt nicht von einem Mann ab, nicht von einer Frau ab. Du bist derjenige, der dich glücklich macht, nicht irgendjemand anderes. Mach dein Wohlbefinden nicht von einer anderen Person abhängig. Sorge dafür, dass du derjenige bist, der sich um dich kümmert, der dafür sorgt, dass du dich gut fühlst, dass du glücklich bist. Und ich fühle mich auch nicht besonders sexy, wenn ich den ganzen Tag in Jogginghose und irgendeinem abgeranzten T-Shirt auf dem Sofa liegen würde. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich mich sexy fühle, indem ich einen roten Lippenstift auftrage, indem ich mich in Klamotten werfe, die ich richtig gut finde, indem ich mich um mich selbst kümmere. Wenn es für euch etwas ist, dann treibt halt auch Sport, um zu sagen, ja, in diesem Körper fühle ich mich richtig sexy. Das muss nicht Anerkennung von außen sein. Ihr braucht keinen Mann, der euch sagt, ihr seid sexy. Wenn ihr euch sexy fühlt, reicht das schon völlig aus. Dann werdet ihr das auch ausstrahlen und die Männer, Frauen werden das auch anerkennen, werden das sehen. Und ihr müsst um nichts kämpfen, euch nichts erarbeiten, ihr müsst euch keine Zuneigung, keine Liebe erarbeiten. Entweder die ist da oder die ist nicht da. Und wenn sie nicht da ist, es gibt wahrscheinlich nicht diesen einen perfekten Mann. Und es gibt auch sehr, sehr selten diese Konstellation, mit 16 Jahren kommt ihr zusammen und bis ihr 90 seid. Warum auch? Also wir haben alle so dieses, wir müssen auf immer und ewig zusammenbleiben. Aber wir entwickeln uns. Und manchmal entwickeln wir uns nicht miteinander, manchmal entwickeln wir uns so. Oder manchmal entwickeln wir uns so. Und dann ist es halt so. Aber bleibt nicht in etwas stecken, was euch unglücklich und traurig macht. Sucht dann Wege daraus. Also ich sage nicht, dass ihr euch trennen sollt, aber sucht Wege. Sucht Wege, um eure Beziehung auf ein neues Level zu bringen, um euren Partner einfach mitzunehmen auf diesen Weg, den ihr selbst gegangen seid. Und ich habe mir noch so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich heute noch mit euch teilen wollte. Was anderes, was mich dann auch noch hat, ne, so alltägliche Dinge, auf die man dann einen anderen Blickwinkel hat, war der Film Magic Mike XXL. Habe ich jetzt letztens wieder geguckt, weil ich Channing Tatum halt richtig gut finde. Und eine Message in diesem Film ist ja, dass die Männer die Frau als Göttin behandeln sollen. Lass es mal wirken. Wir sind nämlich Göttinnen. In unserem Körper entsteht Leben. Wir schaffen Leben. In uns wächst Leben heran. Wir bringen Leben auf die Welt. Wir sind Göttinnen. Und wir selbst müssen uns als diese Göttinnen auch sehen. Und unsere Männer, unsere Frauen müssen uns auch als diese Göttinnen sehen, die wir sind. Und das dürfen wir auch verlangen. Wichtig ist es wirklich, der Liebe den ersten Platz einzuräumen. Und das bedeutet auch, dem Partner den ersten Platz einzuräumen. Nicht zu sagen, erst kommt die Arbeit, dann kommen die Kinder, dann kommen die Hobbys und dann kommt irgendwann mein Partner. Die Liebe und die Partnerschaft ist an erster Stelle. Von mir ist auch gleichwertig natürlich mit den Kindern, aber wenn du der Liebe den ersten Platz einräumst, dann räumst du auch deinem Partner den ersten Platz ein und deinen Kindern. Und es gibt natürlich keine Frau auf der Welt, die nicht geliebt werden möchte. Das ist total logisch. Aber wir müssen uns auch schauen, dass wir uns selbst diese Liebe an erster Stelle entgegenbringen und sie nicht bei jemand anderem suchen. Aber dann gibt es natürlich diese Frauen, und ich zähle mich selbst da dazu, wir warten. Wir warten, dass der Mann, die Frau vom Fußball kommt, von der Arbeit kommt, von Freunden kommt, vom PC kommt. Ja, wir warten. Wir warten, dass er nach Hause kommt und uns liebt. Aber warum warten? Nicht warten. Ihr braucht nicht diese Anerkennung von außen. Ihr seid so viel mehr wert als das. Und natürlich sehen wir uns danach, anerkannt und geliebt zu werden. Aber in erster Linie sollten wir uns das schenken. Wir sollten uns lieben und wir sollten uns dafür anerkennen, was wir jeden Tag leisten, was wir jeden Tag tun. Und dann werden wir unabhängiger von dieser Anerkennung von außen. Natürlich ist es aber auch wichtig, dass wir von unserem Partner diese Anerkennung und Liebe auch ein Stück weit einfordern. Das heißt nicht, dass euch euer Mann jeden Tag Blumen mitbringen soll. Aber so ein bisschen Anerkennung, Liebe, Zweisamkeit, das muss auch im Alltag mit Kindern möglich sein und rüberkommen. Wir sind so viel mehr wert, als wir uns zugestehen. An diesem Punkt bin ich gerade. Ich bin so viel mehr wert, als ich mir aktuell selbst zugestehe. Wir müssen nichts akzeptieren und nichts hinnehmen, was uns unglücklich macht.
Im ersten Schritt arbeiten wir an uns selbst und im zweiten Schritt müssen wir dann sehen, ob wir den Partner mitziehen können oder nicht. Und wir leben nur einmal. Also sollten wir wirklich in jedem Bereich unseres Lebens volle Kanne leben. Und das betrifft uns als Mutter, als eigenständige Person, aber auch als Frau in unserer Beziehung. Wir sollten leben. Und wenn wir das nicht können, wenn wir aktuell in unserer Beziehung nicht volle Kanne leben, dann müssen wir etwas ändern in die eine oder in die andere Richtung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man tun kann. Einige davon werde ich euch in den nächsten Videos übrigens vorstellen. Es wird praktisch, ich laber hier nicht nur rum. Aber wir müssen etwas tun, nicht in diesem Trott bleiben, der uns unglücklich macht, sondern uns daraus befreien. Erstmal an uns selbst arbeiten und selbst Liebe und Anerkennung zugestehen. Uns sexy fühlen, indem wir uns schön machen für uns selbst. Und dann im zweiten Schritt den Partner mitnehmen. Und ich möchte mit diesem Video so ein bisschen zum Hinterfragen anregen. Wie ihr euch selbst seht als Frau und wie ihr wahrgenommen werdet von euren Partnern oder von anderen. Und ein Punkt, der mich selbst immer am meisten motiviert, wenn ich etwas verändern möchte, ist, was lebe ich aktuell meinen Kindern vor? Und was möchte ich meinen Kindern vorleben? Möchte ich meiner Tochter vorleben, dass sie eine Göttin ist, die von ihrem Mann geliebt und anerkannt wird, weil sie ist, wer sie ist, nicht weil sie sich das erarbeiten muss? Und will ich meinem Sohn vorleben, dass er eine Frau als Göttin zu behandeln hat? Ja, genau, das möchte ich. Also muss ich auch so leben, muss ich in meiner Beziehung so leben. Und das ist für mich immer der größte Motivator für Veränderung. Ich bin jetzt super gespannt auf eure Kommentare zu diesem Video. Es ist mir gerade aktuell sehr, 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 sehr wichtig, weil ich gerade so viele Aha-Momente und was gerade bei mir selbst passiert. Und ich möchte das gerne mit euch teilen, dafür ist dieser Kanal hier da. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Geschichten. Wie gesagt, es werden ganz praktische Dinge kommen, wie ihr eure Beziehung, eure Partnerschaft vielleicht ein bisschen auf ein neues Level heben könnt. Es wird auch nochmal ein Video dazu geben zum Thema Sex in langjährigen Partnerschaften, weil das ist auch was, das ist was, das schläft dann ein. Unlust, man hat keinen Bock, das nach Schema F zu machen, so wie es die letzten 10 Male auch schon lief und so richtig weiß man aber auch nicht, wie man da jetzt herauskommen soll, was man da verändern soll, ob die Beziehung jetzt am Ende ist, weil der Sex langweilig ist. Solche Fragen fängt man ja dann auch an, manchmal sich zu stellen. Auch darüber wird es nochmal ein Video geben. Ich bin jetzt aber erstmal sehr gespannt auf eure Reaktion zu diesem Video, ob ihr meine Meinung teilt, wie ihr euch gerade seht als Frau. Und wenn ihr weitere Fragen habt, Videoanregungen zu diesem Thema, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch und teilt es gerne mit Freundinnen, wo ihr sagt, hey, das ist eine Message, hör dir das mal an, das ist wichtig für dich. Dann teilt das Video sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!